schönen guten Abend auch von mir an alle, die ich noch nicht gegrüßt habe. Schön, euch zu sehen. Und freue mich, dass Lenard heute hinterm Bildschirm sitzt und alles kontrolliert. Klasse, danke Lenard. Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Und es ist ein wunderbares Kapitel, beziehungsweise 3 und 4, die gehören zusammen, die uns von dieser umwerfenden Begegnung Gottes mit Mose berichten, von Moses Berufung. Und das ist in der Geschichte Israels, in der Heilsgeschichte Gottes ein ganz wichtiger und ganz besonderer Moment. Gott offenbart sich in herrlicher Weise Mose. Und in dieser ersten Begegnung, da spüren wir etwas von dem, was später auch gesagt wird, dass Mose mit Gott redete wie mit einem Freund. Und das ist natürlich nicht so gemeint, dass Mose nicht irgendwie Ehrfurcht vor Gott gehabt hätte. Im Gegenteil, wir sehen in diesem Gespräch, dass Mose sehr viel Ehrfurcht vor Gott hat. Und dass Gott als der heilige Gott ihm auch begegnet, als der Herr. Und dennoch ist dieses Gespräch so, es ist ein Gespräch. Es ist nicht einfach nur, dass Gott erscheint, Mose den Auftrag gibt und dann wieder weg ist, sondern er kommt richtig ins Gespräch, wie wir das bei Abraham auch sehen, als Abraham mit Gott unterwegs ist und mit ihm über die Situation von Sodom mit ihm spricht, mit ihm redet. Und auch Abraham wird Freund Gottes genannt. Und das ist diese wunderbare Sache, dass Gott sich uns offenbart und mit uns ins Gespräch kommt. Und in höchster Weise hat Gott sich offenbart in Jesus Christus, indem er hat sich seine Jünger gesammelt, er hat sie zu sich gerufen und gesagt, kommt, seid bei mir, geht mit mir. Und dann hat er sich mit ihnen unterredet. Wir finden das wunderbar am Schluss, als er mit den Jüngern sich versammelt hat und in Johannes 13 bis Kapitel 17 werden 5 lange Kapitel uns geschildert, wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, wie mit Freunden. Er selber sagt dann auch in Johannes 15, ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knecht, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber euch habe ich Freunde genannt, denn ich habe euch alles gesagt. Ich habe euch alles weitergegeben. So offenbart sich Gott uns. Er zeigt uns sein Herz, er zeigt uns seinen Charakter, er zeigt uns das, was er vorhat. Viel hat Gott durch seine Propheten seinem Volk mitgeteilt über das, was in der Zukunft geschehen wird. So sind auch diese Tage, durch die wir jetzt hindurchgehen, für uns nichts, was uns überrascht, was uns völlig unvorbereitet trifft. Auch wenn wir natürlich nicht wussten, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Und doch können wir durch das Wort Gottes getrost sein. Wir wissen, Gott hat diese Dinge gesagt. Und das heißt, Gott ist weiterhin in Kontrolle. Er hat alles unter Kontrolle. Wir brauchen keine Angst zu haben in dieser Zeit. Was wird wohl werden? Was wird mit der Weltwirtschaft werden? Was wird mit meinem Arbeitsplatz werden? Was wird mit meinem Einkommen werden? Was wird mit meiner Gesundheit werden? Was wird mit meinem Leben werden? Was wird mit unserem Leben werden? Was wird mit dieser Welt werden? All diese Fragen,
die aufkommen. Uns überrascht das nicht, weil Gott hat es uns gesagt. Gott hat uns angekündigt, dass diese Dinge kommen werden in den letzten Tagen. Und er hat auch gesagt, fürchtet euch nicht. Das sagt er uns, weil wir in der Gefahr stehen, uns zu fürchten. Und zwar vor den falschen Dingen. Er sagt aber, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Jesus ist mit uns. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er lässt uns nicht im Stich in dieser Zeit. Er ist der Freund, der uns näher ist als jeder Bruder. Und so sehen wir die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Aber wir sehen sie auch in Mose. Er ist derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so offenbart er sich hier auch Mose in dieser Art und Weise. Er teilt sein Herz, er zeigt Mose, was sein Herz ist. Er beruft ihn nicht, er gibt ihm nicht nur eine Aufgabe, er sagt nicht nur so, Mose, hier spricht der allmächtige Gott, du hast einen Job zu erfüllen, geh und hol die Israeliten aus Ägypten raus. Fertig. Du hast noch Fragen? Da gibt es keine Fragen. Mach, was ich dir gesagt habe. Fertig. Nein, Mose hat alle möglichen Fragen. Er hat alle möglichen Einwände. Er hat Angst. Er macht sich Sorgen. Er weiß einfach nicht, wie er damit umgehen soll. Er ist überfordert. Und wisst ihr, Gott macht ihm keinen Vorwurf. Noch nicht. Sondern er geht auf seine Fragen ein. Er nimmt sich diese Zeit, mit Mose zu reden. Und da steigen wir jetzt ein, nachdem Mose seinen ersten Einwand gesprochen hat. Und dieser Einwand zeigt Mose als einen demütigen Mann. Es gibt diese wunderbare Stelle im vierten Buch Mose, da werden wir vielleicht irgendwann nochmal hinkommen. Da steht, und wenn man im Kopf hat, dass Mose diese Bücher selbst geschrieben hat, dann denkt man immer, naja, was da wohl so dran ist. Da steht, Mose war aber der demütigste Mann auf der ganzen Erde. Wenn das jemand von sich selber sagt, dann denkt man so, so demütig kann er dann doch nicht sein. Aber dieses Wort demütig, das bedeutet nicht unbedingt nur demütig in dem Sinne, wie wir es verstehen, sondern es bedeutet auch gedemütigt, zerbrochen. Jemand, der elend ist. Und damit haben wir uns ja die letzten Wochen beschäftigt, dass wir gesehen haben, dass Mose durch diese ganze Zeit hindurchgegangen ist, als Fremdling gelebt hat in Midian, als Hirte seines Schwiegervaters gearbeitet hat in untergeordneter Stellung, sein ganzes Leben damit verbracht hat, seine guten, seine besten Jahre. Anstatt der Retter Israels zu sein, war er Hirte von so einem Haufen Schafe in der Einöde. Tief in sich wusste er davon. Das zeigt uns das, was Stephanus über Mose erzählt in Apostelgeschichte 7. Er wusste darum, dass er von Gott berufen war, Israel zu retten. Aber mittlerweile hatte er nicht mehr diesen Gedanken. Mittlerweile hatte er nicht mehr dieses Selbstvertrauen, sich aufzumachen und Israel zu retten. Entschuldigt bitte. Als jüngerer Mann, da hatte er das noch. Da hat er einen Ägypter erschlagen. Aber jetzt? Lange Zeit als Hirte gedient in Midian. Jetzt sagt er, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Wer bin ich? Ein zerbrochener Mann. Nicht mehr selbstsicher. Und gerade an diesem Punkt kann Gott ihn gebrauchen. An diesem Punkt, wo er alle Selbstsicherheit verloren hat,
alles Vertrauen auf sich selbst. Er weiß, ich kann es gar nicht machen. Und da spricht Gott zu ihm und sagt, hey, Junge, fürchte dich nicht. Ich werde ja mit dir sein. Das heißt, ohne Gott bin ich tatsächlich nichts. Aber nichts mit dem unendlichen Gott ist gleich unendlicher Gott. Ganz einfache Rechnung. Also selbst wenn du nichts bist, wenn du noch nicht mal ein Wurm bist, wie David, der König David, der mächtige König David sagt. Ich bin ein Wurm, sagt er im Psalm 22. Selbst wenn du weniger als ein Wurm bist, mit dem ewigen, dem unendlichen Gott, bist du der unendliche Gott. Also nicht du, nicht ich bin es. Aber weißt du, wir sind mehr. Wir sind stärker als der mächtigste Herrscher dieser Welt. Wer bin ich? Du bist nichts. Aber ich werde ja mit dir sein. Wir steigen ein in Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Warum fragt Mose diese Frage? Die Israeliten leben schon über viele Generationen jetzt in Ägypten. Und sie sind vertraut mit der Lebensweise der Ägypter. Und ja, sie haben ihre Erzählungen von dem, was geschehen ist damals mit Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben sich die Geschichten erzählt. Sie erinnern sich an den Gott ihrer Väter. Aber sie wissen auch von den Göttern der Ägypter. Und die haben Namen. Die haben bestimmte, verschiedene Namen. Der mächtige Ra. Und die vielen anderen Götter Ägyptens. Sie haben alle Namen. Und so war diese Frage, oder ist diese Frage, die Mose da konstruiert, wo er denkt so, naja, vielleicht fragen sie mich nach dem Namen unseres Gottes. Und es zeigt, er selber weiß es nicht. Er kennt diesen Namen nicht. Was ist sein Name? Der Name im Alten Testament ist der Name etwas Besonderes, ist etwas Wichtiges, etwas Bedeutsames. Wenn ein Mensch geboren wird, dann wird ihm ein Name gegeben. Und dieser Name ist zugleich eine Aussage über sein Wesen, seinen Charakter. Ein Name ist gleichzeitig etwas, was die Person beschreibt. Ein Name, der klebt an dem Ding oder an der Person, die so heißt. Na, wenn ich zum Beispiel einen Namen sage, dann stellst du dir dazu gleich ein Gesicht vor. Na, wenn ich sage Uli, na, dann denkt ihr alle an Uli, da hinten sitzt er. Na? Uli Herzau. Vielleicht denkt jemand anders auch vielleicht an einen anderen Uli, den er kennt. Dann hat er jemand anders vor Augen. Na, manche Namen, die werden für viele verschiedene Personen eingesetzt. Aber diese Götter hier, die haben einen speziellen Namen und kein anderer Gott hat diesen Namen. Wer ist dieser unverwechselbare, einmalige Gott? Was ist sein Name? Was ist seine Eigenschaft? Was ist das für eine Person, dieser Gott? Was soll ich Ihnen dann sagen? Und das zeigt, Mose kannte Gott gar nicht richtig. Er hatte Gott noch gar nicht richtig kennengelernt.
Er brauchte diese Offenbarung, dass Gott sich ihm offenbart, dass Gott sich ihm zeigt, wer er eigentlich ist. Weißt du, wer Gott ist? Kennst du Gott? Kennst du Gott persönlich? Kennst du ihn mit Namen, wie man so schön sagt? Bist du vertraut mit ihm? Hast du eine persönliche Beziehung zu ihm? Wenn du seinen Namen hörst, hast du dann gleich sofort eine Person vor Augen, vor deinen inneren Augen? Weißt du, von wem die Rede ist? Oder kennst du ihn gar nicht? Gott möchte gekannt werden, kennengelernt werden. Er sagt, ich möchte gerne, dass ihr mich von ganzem Herzen sucht. Paulus sagt das in der Rede, die er auf dem Areopag gehalten hat in Athen, vor den Ungläubigen, vor den Menschen, die diesen Gott Israels auch nicht kannten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 17 sagt Paulus in dieser Rede, und er bezieht sich auf einen Tempel, den er dort gefunden hat, der gewidmet war dem unbekannten Gott. Und er sagte, das ist ein toller Aufhänger. Daran kann ich Ihnen diesen unbekannten Gott, der uns ja allen unbekannt ist, den mächtigen Gott, der alles geschaffen hat, der unser Schöpfer ist, der aber verborgen ist. Warum? Weil wir Sünder sind, weil wir in Sünde uns abgewandt haben von unserem Schöpfergott. Deswegen ist er unbekannt für uns. Wir kennen ihn gar nicht. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir schmecken ihn nicht, wir können ihn nicht ertasten, erfühlen. Aber davon spricht hier Paulus. Er sagt in Vers 24, oder nee, wir fangen einfach hier in Vers 23 an. Als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt gar nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das ist der Gott, um den es geht, der mächtige Gott, der Schöpfergott, der Herr des Himmels und der Erde, der Herr ist über alles, der alles unter Kontrolle hat, was auf dieser Erde passiert. Der Lebensspender ist, von ihm geht alles Leben aus. Das Sein geht von ihm aus. Dass etwas ist, das ist deswegen, weil Gott es ins Leben gerufen hat. Weil er gesprochen hat und es wurde. Von ihm geht das Leben aus. Er ist die Quelle des Lebens. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Er spricht von den Menschen, die Gott geschaffen hat. Er spricht davon, dass sie sich ausgebreitet haben über den ganzen Erdboden. Und er spricht aber auch von den Grenzen, die er den Menschen gesetzt hat. Interessant. Er hat dem Menschen Grenzen gesetzt. Und zwar festgesetzte Zeiten. Was bedeutet das? Eine begrenzte Lebenszeit. Das Leben hat eine Grenze. Und er hat uns auch räumliche Grenzen gesetzt. Wir können nicht überall hin. Und
Wisst ihr, beides versuchen wir doch zu durchbrechen, ständig. Wir versuchen irgendwie die Grenzen zu erweitern, unseres Lebens. Wir wollen immer älter werden. Wir versuchen zu forschen und zu forschen, was wir forschen können in der Medizin, na, damit wir alle Krankheiten überwinden. Damit wir so alt werden und noch älter. Wir versuchen, ja, wir überlegen uns, vielleicht noch sind wir nicht so weit, dass wir alle Geheimnisse des Lebens ergründen können. Deswegen frieren wir uns ein, wenn wir sterben, um uns dann später auftauen lassen zu können, wenn die Forschung so weit ist, dass sie Tote wieder zum Leben erwecken kann und wir dann immer und immer und immer weiterleben können. Verrückt, was sich Menschen so ausdenken, ne? Wir haben Grenzen, zeitlich, aber auch räumlich. Und das sehen wir schon am Anfang in der Bibelgeschichte. Da gibt es diesen Turm zu Babel. Sie wollen diesen Turm bauen. Wir wollen einen Turm bauen, so hoch, der bis zum Himmel geht. Und sind sie nicht immer noch dabei? Irgendwo in der arabischen Wüste oder so, da bauen sie jetzt irgendwie so ein Haus, was einen Kilometer hoch ist irgendwie. Na? Aber das ist ja... Ne, da haben sie schon andere Pläne in der Tasche. Wir wollen noch höhere Türme, noch höhere Häuser bauen. Sie wollen immer höher, immer höher. Und wenn du dir überlegst, warum? Weil uns Grenzen gesetzt sind. Und weil wir innerlich diesen Trieb haben, diese Grenze zu überschreiten. Wir wollen wissen, was ist hinter dieser Grenze. Wir wollen über diese Grenze hinausgehen. Auch ins All hinaus. Wir wollen auf den Mond. Ja, da sind wir schon gewesen. Also wir nicht, ne? Also wir sind Weltmeister, ne? Wir sind Papst, aber wir sind auf dem Mond gewesen. Aber ja, und das reicht uns aber nicht. Ne? Wir wollen weiter. Wir wollen auf den Mars. Ne? Wir wollen na, hinaus zu den Sternen. Was sagt Paulus hier? Warum hat Gott uns diese Grenzen gegeben? Vers 27. Dass sie Gott suchen. Werd doch mal klug. Diese Grenzen, die du hast, die sollen dich dazu bringen, nach Gott zu suchen, dem Ursprung des Lebens. Nach dem, der dich geschaffen hat und der dir diese Grenzen gesetzt hat. Dass du nach ihm fragst. Innerhalb dieser Grenzen, in denen du bist, hast du nur eine begrenzte Zeit, eine begrenzte Lebensdauer. Fang doch an zu fragen nach ihm. Vielleicht hast du nicht mehr viel Zeit. Du weißt nicht, wann die Grenze erreicht ist. Wenn du anfängst zu fragen, dann hat Gott hier eine wunderbare Botschaft, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind auch sein Geschlecht. Also Gott ist uns nahe. Wir können ihn suchen, und wenn wir ihn suchen, dann sagt er an anderer Stelle, ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Also, wenn du Gott kennenlernen willst, dann such nach ihm, dann frag nach ihm. Er will sich dir offenbaren. Er will, dass du ihn kennenlernst. Dafür hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass wir ihn kennenlernen können. Fang an zu lesen in der Bibel, im Evangelium. Du lernst Jesus kennen im Evangelium. Und wenn du Jesus kennenlernst, dann lernst du Gott kennen. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. So offenbart sich Gott und zeigt oder sagt Mose seinen Namen. Jetzt lesen wir das mal hier, wie es hier in 2. Mose 3 steht. Wie gesagt, Gott macht Mose keinen Vorwurf, sondern er antwortet einfach auf seine Frage. Ist das nicht schön? Du darfst Gott Fragen stellen und er gibt dir einfach eine Antwort. Vielleicht nicht immer die Antwort, die du hören möchtest, aber er gibt dir auf jeden Fall Antwort.
Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Pause. Mose, da hast du was zu denken. Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Komischer Name. Ich bin. Aber es drückt das aus, wovon wir gerade gesprochen haben, wovon Paulus gesprochen hat. Er ist der, der das Sein ist. In ihm leben und weben wir und sind wir. Er ist sozusagen diese Fruchtblase, er ist die Mutter sozusagen, in dem dieses Baby schwimmt. Es ist angenabelt, ne, an diese Mutter. Von dieser Mutter erhält es das Leben, das Blut, die Nahrung, alles, der Atem, alles kommt durch die Nabelschnur zum Baby hin. Es schwimmt in dieser Fruchtblase drin und sieht nicht, weiß nicht, kennt nicht diese Mutter, die ihr das Leben gibt. Ich bin das Leben. Na, so sagt Jesus auch an einer Stelle: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist das Leben. Er ist der lebendige Gott. Ohne ihn gibt es kein Leben. Selbst wenn du nicht an ihn glaubst, bist du in ihm. Lebst du in ihm und aus ihm. Das ist sein Name. Ich bin. Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh. Und hier steht dieser Name, der überall im Alten Testament ständig genannt wird. Ja, wenn du eine Lutherbibel hast oder eine Elberfelder Bibel, dann ist dieses Wort Herr, dann steht er da immer. Und mit Großbuchstaben steht es dann immer da. Wenn es mit einem großen H und kleinem E und RR steht, dann ist es einfach nur das Wort Herr, Adonai. Aber weil die Juden so viel Ehrfurcht vor dem Namen Gottes hatten und das Gebot in ihrem Herzen trugen, du sollst den Namen des Herrn nicht zu unnützen Dingen aussprechen, haben sie sich gehütet und gesagt, am besten sprechen wir den Namen Gottes gar nicht mehr aus. Was natürlich völliger Quatsch ist. Aber sie haben dann stattdessen Herr gesagt, Adonai. Und deswegen ist es auch in den deutschen Bibelübersetzungen so, dass hier nicht der Name Gottes steht, sondern Adonai, Herr. Aber wir können in der Übersetzung sozusagen immer wieder sehen, wo eigentlich dieser Name immer drin steht, wenn wir eben dieses Herr in Großbuchstaben lesen. Da taucht dieser Name immer wieder auf, Yahweh. Yahweh steht hier in der Elberfelder Übersetzung. In der alten Elberfelder Übersetzung stand Jehova an dieser Stelle. In anderen Übersetzungen oder andere Forscher sagen Jewe oder man weiß nicht genau, wie dieser Name ausgesprochen wird, weil das Hebräische eine Vokalschrift, eine Konsonantenschrift ist. Das heißt, du weißt nicht, welche Vokale zu diesen Konsonanten gesprochen wurde. Normalerweise haben sie dann, oder in späteren Fassungen der Tora, haben sie dann Buchstabenzeichen unter die Konsonanten drunter gesetzt. Vokalisation nennt man das dann. Aber beim Wort Yahweh haben sie eben die Vokalisation nicht von dem Gottesnamen, sondern von Adonai drunter geschrieben, weil sie ja Adonai gesagt haben. Und wenn man das dann vorgelesen hat, damit man nicht den Namen ausspricht, haben sie eben diese Vokalisation von Adonai darunter gesetzt. Und
so weiß man nicht genau, wie dieser Name eigentlich richtig ausgesprochen wird. Uns ist die Aussprache dieses Namens verloren gegangen tatsächlich. Und wisst ihr was? Gott wollte das. Weil er wollte in Jesus Christus uns einen Namen geben, der über allen Namen ist. Er wollte uns in dem Namen seines Sohnes, so sehr verherrlicht er den Sohn, dass in seinem Namen wir den Herrn anrufen, den Kyrios, den Adonai, in Jesus, Jeshua oder wie auch immer. Der Name aber, wie gesagt, bedeutet, ich bin der Seiende, der ist, der lebt, der lebendige Gott, der einzige wahre Gott, der Gott, der die Quelle des Lebens ist, der Schöpfer ist, in dem wir alle leben und sind. Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Interessant, dass er nicht nur diesen Namen sagt, sondern dass sein Name auch beinhaltet der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er bindet sich als Person an diese Menschen, die er geschaffen hat nach seinem Ebenbild und die er berufen hat mit einer besonderen Berufung, dass sie sein Volk sein sollen. Er sagt im Grunde das, wir haben ja auch Namen und mein Name ist Jörg. Ich heiße Jörg, aber ich heiße nicht nur Jörg, ich heiße Jörg Machail. Mein Name ist Jörg Machail. Warum? Weil ich aus der Familie, aus dem Stamm der Machails komme. Das zeigt an, dass ich ein Sohn meines Vaters bin und meiner Mutter, die auch Machail hießen. Nun hieß meine Mutter bei Geburt nicht Machail, sondern sie wurde erst später Heike Machail genannt. Warum? Weil sie meinen Vater geheiratet hat. Sie haben eine Lebensgemeinschaft gebildet und so hatte sie ihren Namen und den Namen ihres Vaters. Sie waren jetzt eins. Sie war Heike, die Frau von Heinz, Machail. So fügen die Namen sich zusammen. Und so fügt Gott auch mit diesen Namen sich selbst zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob. Er nennt sich ihr Gott. Und damit gibt er kund, dass er als Person sich bindet an diese Menschenkinder. Er vereinigt sich mit ihnen. Er hat eine Beziehung mit ihnen. Er steht in einem Verhältnis mit ihnen. Und das macht seinen Charakter aus. Das ist sein Name, Yahweh. Er ist nicht einfach nur dieser Gott, der über allen Dingen schwebt, der ewig Seiende, sondern er ist in die Geschichte hineingekommen. Er lebt mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen. Und er kennt sie mit Namen. Und er nennt sie mit Namen. Und er verbindet ihren Namen mit seinem Namen. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, Yahweh, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs und hat gesagt, ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen
in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Er hat schon davon gesprochen zu Mose, dass das sein Plan ist. Aber jetzt legt er ihm diese Worte in den Mund. Sag es auch so zu den Israeliten. Sag es so zu dem Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sag ihnen, dass ich sie kenne, dass ich genau Acht habe auf sie. Wisst ihr, Gott hat Acht auf seine Menschenkinder. Er achtet auf jeden Einzelnen. Er kennt dich ganz genau. Er kennt auch dein Elend. Und er will dein Elend wenden. Er will dich herausholen aus deinem Elend. Und dich in dieses wunderbare Land bringen. Und das ist jetzt etwas, was neu ist. Das, was vorher noch nicht stand. Hier in diesem Wort ist dieses wunderbare Wort. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das deutet natürlich Reichtum an. Das deutet Versorgung an. Das deutet an, dieses neue Land, das ist ein Land, wo es dir gut geht. Wo du versorgt bist. Wo du Überfluss hast, das Gute, das Fette, das Leckere, das Süße. Und sie werden auf deine Stimme hören. Guck mal, Mose sagt, sie werden auf deine Stimme hören. Gott weiß, was kommen wird. Und er sagt es Mose, um ihn zu ermutigen. Er weiß ganz genau, was Mose gleich fragen wird. Und er redet weiter hier zu ihm und sagt, und du sollst zum König von Ägypten hineingehen, du und die Ältesten Israels, und ihr sollt zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet, so lass uns nun 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Auch hier sagt er Mose alles voraus. Warum? Damit Mose sich nicht wundert, wenn das dann so, tatsächlich so geschieht. Denn er weiß doch, ich bin von Gott gesandt. Und dann geht er hin zum Pharao und sagt all das zu ihm. Und der Pharao sagt, nö, mach ich nicht. Und was würde Mose dann machen? Er würde sagen, anscheinend habe ich mich getäuscht. Er verzweifelt vielleicht daran, weil er denkt, ich habe vielleicht irgendwie das alles falsch wahrgenommen. Ich schmeiß hin, ich gehe wieder zurück nach Midian zu meinen Schafen, da weiß ich, was ich habe. Nein, Gott weiß, dass das alles kommen wird und dass das schwer wird. Deswegen bereitet er ihn vor und sagt, lass dich nicht entmutigen, der Pharao wird nicht auf dich hören. Das Volk Israel wird auf dich hören, aber der Pharao wird nicht auf dich hören. Gott weiß ganz genau, was kommt. Und er bereitet Mose darauf gut vor, damit er nicht gleich hinschmeißt, wenn es schwierig wird. Deswegen bereitet Gott uns auch vor, auf diese Tage, in denen wir leben, dass wir nicht gleich hinschmeißen, wenn es schwierig wird, wenn Verfolgung kommt. Jesus hat es uns vorausgesagt, es wird Verfolgung kommen. Es wird Schwierigkeiten geben. Das sagt er nicht, um uns Angst zu machen, sondern das sagt er uns, damit wir nicht gleich hinschmeißen, wenn es passiert. Sondern dass wir wissen, okay, Jesus hat es mir gesagt. Jesus hat aber auch gesagt, Gott wird auf dich aufpassen. Kein Haar wird von dir gekrümmt werden. Du brauchst keine Angst vor Menschen haben. Denn du bist in der Hand des mächtigen Gottes, der größer ist als alles. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silbernen Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Das ist so verrückt. Gott plant die ganze Sache so, dass es sein wird wie ein Feldzug. Mose wird hineinziehen in dieses Land und das Volk
das Volk Israel herausführen und sie werden ausziehen aus dem Land wie von einem siegreichen Feldzug. Sie haben reiches Plündergut mitgenommen aus Ägypten. Obwohl sie die Knechte sind, die Sklaven, die Ausgebeuteten, die Erniedrigten. Gott dreht das Ganze um. Wie er das in dem Lobgesang der Hanna durch den Heiligen Geist ihr eingibt. Gott erniedrigt die Hohen und erhöht die Niedrigen. Das ist Gottes Plan. Auch für diese Zeit ist es Gottes Plan. Er wird es tun. Diejenigen, die verfolgt sind um seines Namens willen, glückselig werden sie gepriesen von unserem Herrn. Denn sie werden die Gesegneten sein, die Kinder Gottes. Unser Gott ist der ewige Gott, der lebendige Gott. Unser Gott ist der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er ist herabgekommen und Mensch geworden, um uns aus unserem Ägypten zu erlösen, um uns zu befreien. Er ist gekommen und hat sein Leben für uns gegeben. Er hat sein Leben geteilt mit uns. Er ist unser Freund, unser Bruder geworden. Er ist einer von uns geworden. So wie du und ich. Und noch niedriger. Ja, wie David sagt im Psalm 22, und das ist ein prophetischer Psalm auf Jesus am Kreuz, denn ich bin kein Mensch mehr, sondern ein Wurm, verachtet von allen, geschmäht von allen am Kreuz von Golgatha. Da hat er sich hingegeben für uns, um uns zu erlösen, um uns zu erretten, um uns dieses Leben zu geben in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und vorhin habe ich gedacht, ja, das ist so, ach Mensch, könnten wir doch jetzt richtig anbeten hier mit großer Gemeinde, jetzt Jesus die Ehre bringen und laut singen. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist doch egal. Viel besser wäre es, wenn Jesus da wäre, wenn er uns jetzt alle holt und wir ihm Lob und Dank singen als große Gemeinde. Der Tag kommt, wo er uns zu sich holt und wo wir mit reichem Plündergut aus dieser Welt in seine Gegenwart kommen werden. Und bis der Tag kommt, hat er uns dieses Erinnerungsmahl gegeben, dass wir sein sind, dass wir ihm gehören. Er hat uns erkauft durch sein Blut, er hat seinen Leib hingegeben für uns, dass wir nicht mehr in der Sklaverei Ägyptens bleiben, sondern dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du dein Leib hast zerbrechen lassen, um unserer Sünde willen, dein Blut vergossen hast, vergießen hast lassen am Kreuz zur Tilgung unserer Schuld, zur Vergebung unserer Sünden. Danke, dass du mit diesem Blut den Bund geschlossen hast, diesen ewigen Bund der Vergebung, der Gnade, der Liebe. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du uns mit Namen kennst. Und danke, dass wir durch dich auch, ja, dass wir Zugang haben zum Vater. Danke, dass wir diesen wunderbaren Gott des Lebens, unseren Schöpfer, als unseren Vater kennenlernen dürfen, von dem wir Leben haben, der uns Leben gibt, jetzt hier in der Zeit und aber darüber hinaus Leben im Überfluss, Leben in Ewigkeit. Und danke für dieses Mal, das uns daran erinnert, dass wir von dir leben, von dem, was du uns gegeben hast, von deiner Liebe, ja, und von deiner Gnade. Wir preisen dich dafür und danken dir jetzt für Brot und Traubensaft und bitten dich, dass du es für uns segnest.